Jo Leute, RDLP hier, nee, jo, guten Morgen, Kenners, RDLP hier. Ja, ich musste leider nochmal ein bisschen was neu machen, weil mein Spiel den Sound nicht mehr da hatte und wir wollen das natürlich nicht ohne Sound spielen. Wir wollen ja das ganze Pferdewiehern und was nicht alles mitbekommen und vor allem diese tollen Synchronstimmen. Sieh So. an das. Ja, ich weiß doch, wie es Sieh geht. an. Ja, nimm es halt. Sieh an das. Ach, Bruder. Vicky, mach doch jetzt nicht sowas. Sie muss erst das Funkgerät schlabutzen, natürlich. Oh Mann, die macht mich fertig, die Vicky. Die macht mich wirklich groggy, die Vicky. Vicky, du machst mich fertig heute. Meine Güte. Ja, und der Cop hier, der ist mir sowieso total sympathisch gewesen im letzten Sie Video. spielt Bla 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 Computer. bla, ja. Meine Enkelin möchte ein Walkie-Talkie. Kann ich mal deins sehen, Bruder? Dankeschön, dass du es mir gezeigt hast. Ist ja toll. Jetzt werde ich irgendwie so ein Haus anzünden, damit du da weggehst. Ja, tolle Ablenkung. Ist ja Wahnsinn. Ja, wir kennen schon alle. Nee, sie sagt, glaube ich, irgendwie so ein Einbruch im Osten. Ja. Ja, genau. Ich muss. Ach, diese Tasten, Bruder. 3936. Okay, alles easy. An alle Einheiten. Im Osten der Stadt hat ein Einbruch stattgefunden. Wir brauchen hier dringend Das Verstärkung. glaubt doch keine Sau, das ist das letzte Kuhkaff in Thüringen. Da findet kein Einbruch statt. Ich komme wirklich aus so einem Kuhkaff in Deutschland. Da passiert nie etwas. Da prügeln sich vielleicht mal Besoffene, aber mehr passiert da nicht. Ein Einbruch ist an den Hahn herbeigezogen. Das würde die Cops da niemals glauben. Also wirklich nicht. Die würden ihre Donutpause nicht für sowas unterbrechen, das kann ich euch sagen. So, also, genau. Geht ganz easy. Also, ich habe fürs letzte Video fast 20 Minuten gebraucht. Eigentlich dauert diese in Anführungszeichen Geschlossen. Mission Sie 2 Sekunden. Also, ist es halt wirklich easy gemacht, das Spiel eigentlich, wenn man es mal drauf Ich muss hat. den Ort finden, an dem ich den Direktor treffe. Ich weiß jetzt gar nicht, warum sie den Direktor treffen will. Hat sie eine offizielle Einladung oder was ist los mit ihr? Vor allem will er mich einfach im Wald treffen. Machen wir jetzt hier gleich Kaffeekränzchen mit den Eichhörnchen oder was? Einfach mal nach rechts, Leute. Ja, über die Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen, um den Direktor hier zu sehen. La la la, la la la. Auch ein schönes deutsches Lied. Absolut. Ja, was machst du, Pferdchen? Wir müssen hier lang, oder nicht? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, ich muss ja den... Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich zu tun habe. Ich muss den Hufspuren folgen. Ich muss den stalken, wie ein Profi. Genauso wie Miguel mich gestalkt hat. Kann ich hier rüber? Ich dachte, das wäre Wasser. Okay, easy. Hä, wo ist denn der lang geritten, der Schlawiner? Komme ich hier hoch? Ne, komme ich nicht. Hier ist ja fruchtig. Hier sind die Fußspuren. Hallo? RD an RD. Wo muss ich denn hin? Hier sind keine Hufeisen. Verdammte Grütze. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich hier zu tun habe. Schon wieder. Na, das ist ja wieder herzallerliebst gelaufen. Jetzt bleib doch mal bitte stehen und dreh dich um. Dreh dich um. Komm. Danke, Beefy. So, ja, keine Ahnung. Aber die Hütten hier sehen schon besser aus. Klar, das sind irgendwelche Holzhütten und die haben die wahrscheinlich selbst gehandwerkert. Aber hey, immer noch besser als die Bruchbuden da in Italien. Sind wir mal ehrlich. Und dieses Haus da hinten sieht gar nicht so schlecht aus. So, hier sind Hufspuren gewesen, ne? Ach, Beefy, was hast du denn jetzt? Musst du schon wieder Pause machen? Ist ja schon wieder zu viel Reiter, Reiter, Hoppeli gewesen. Ich habe mich komplett verlaufen im Schnee. Okay, hier sind Hufspuren. Ich glaube aber, ich muss in diese Richtung, weil Pferde laufen ja in diese Richtung. Ich bin total falsch gelaufen. Ich kann gar nichts. Ich schaff das Spiel nicht. Beefy, wir müssen da hoch. Hä, wo muss ich denn hin? Ich weiß ja nicht mal, von wo ich gekommen bin. Hier muss ich hin. Ah, okay. Easy going. RDLP hatte kurz den Durchblick verloren, aber jetzt hat RDLP den Durchblick wieder gewonnen. Ja, lauf gegen die Baumstämme. Das ist kein Thema, Bifi. Ist ja nicht mein Kopf, den ich mir da anstoße. Ist ja gar kein Thema. So, hier muss ich hoch. Oh, ganze Zeit läuft das Pferdchen gegen die Mauer. Dann trabe ich jetzt. Ja, schön Mittelgalopp oder wie das heißt. Nee, komm, Vollspeed. Dein Fohlen heißt nicht umsonst Porsche. Natürlich, hier bin ich schon wieder falsch oder was ist los? Nicht, hier sind auch Hufspuren. Ich bin schon wieder der absolute Blindfisch. Was soll ich euch sagen? So. Ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt kürzere Videos, damit ich hier noch die 500 Parts voll bekomme. Ich habe ewig nicht so viele Videos hochgeladen, das geht mal gar nicht. Ja, ich habe nur 1030 Videos in einem Jahr hochgeladen. Also, wenn das mal nicht eine schlechte Leistung ist. Ach, hier komme ich nicht durch, oder was? Mit Beefy. Ach, Beefy, mach doch jetzt nicht diesen Move. Ich check schon wieder gar nichts. Jetzt bin ich hier irgendwie eingekesselt. Ich glaube, das ist eine Falle. Der Direktor will mich loswerden, weil ich bin der Einzige, der seinem Team gefährlich werden kann.
Ja toll, ich muss wieder umdrehen. Wie ich immer denke, dass wir alle loswerden wollen. Aber es ist so, Leute. Ich bin der absolute Profi in dem Team. Ich check's nicht. Steig doch jetzt vom Pferd ab. Wir müssen vom Pferd. Hallo, Flora. Ich komme da nicht durch mit dem Beefy-Pferd. Alter, Beefy bleib ich stehen. Sonst wirst du gleich echt noch zu Beefy. Ich check es nicht. Wieso kann ich denn jetzt nicht absteigen von dem ollen Gaul? Oh, Mann. Ja, geht doch. Nach 300 Mal draufklicken. Ja, mein Finger tut schon weh von der ganzen Grütze hier. Steigt die Flora endlich mal von ihrem Pferd ab. Ich weiß, du hast dein Beefy-Pferdchen lieb, Flora. Aber so kann es nicht weitergehen. Also da musst du echt mal... Okay, ich kann hier einfach durchlaufen. Nein, sie will schon wieder Fotos machen, obwohl ich Leertaste gedrückt habe. Ich check es nicht. So, da bin ich mal gespannt, wie der Direktor aussieht. Wow, das ist ja ein junger Bengel. Ich habe hier so einen 80-jährigen Knacker erwartet. Naja, alles gut. Passt schon. Okay, die Brücke stürzt auch nicht ein. Es ist keine Falle. Er will mich doch nicht umbringen. Er will mich nicht in das Piranha-Becken da schmeißen. Du bist sehr zu spät. Gut. Gibt es ein Problem? Weißt du, wie, ich bin zu spät. RDLP kommt, wann er will. Ich bin immer zu spät. Ich musste an einer Polizeisperre vorbei. Entschuldigung. Hä? Ich check gar nichts mehr. Ich bin noch mit Vicky an der Polizeisperre vorbei. Sowieso wohnt er hier im Wald. Du musstest gar nicht an der Polizeisperre vorbei. Die war mitten in der Stadt. Ach, kann man das Stadt nennen? Mitten in dem Kuhkaff. Macht nichts. Setz dich. Ich habe mit dir zu reden. Der ist mir suspekt, Leute. Ich habe mit dir zu reden. Für wen hält er sich? Ich mag dich wirklich, weißt du? Ich mag dich auch. Ich meine, dass ich etwas für dich empfinde. Oh, Mann. Oh, Esteban, ich... Sag nichts. Ah, ich weiß, wer der Typ ist. Der kam auch bei Abenteuer auf dem Reithof 6 vor. Ich will dich auch nicht verlassen, aber ich habe keine Wahl. Bleib hier und komm in meine Mannschaft. Gemeinsam. Der Typ ist mir sofort suspekt. Ich habe dann 7 Sinn für Leute. Und wir bleiben zusammen. Du willst mich in deinem Team? Ich bin geschmeichelt, nimm aber... an! Es ist ganz einfach. Ganz viel Geld und Fame. Hier darum geht's im Leben. Rest kümmere ich mich. Meinst du diesen Wisch? Victoria, auch ich freue mich, dich wiederzusehen. Kehr sofort zur Akademie zurück, Mädchen. Und du wage nicht, dich meinen Schülerinnen zu nähern. Ich habe mich schon entschieden, Vicky. Ich bin raus. Wenn ich es für richtig halte, zu einer besseren Schule zu wechseln und mit jemandem zusammenzuleben, den ich mag, kannst du mich nicht daran hindern. Und genau das werde ich tun. Ja, Ansage. So muss es aussehen. Man kann nicht immer gewinnen, Victoria. Apfel gefällt. Der wird mich sowas von verarschen. Du hast mir gefehlt, Victoria. Sei auf der Hut. Der wird mich sowas von verarschen. Ich weiß nicht, warum Flora auf so einem Schmierlappen abfährt. Also ganz im Ernst. Oh, Flora, da hättest du mal noch besser Miguel genommen. Der ist zwar der absolute Waschlappen, aber der hätte dich wenigstens nicht verarscht. Und man sieht sofort, dass dieser Esteban sie verarschen will, sind wir mal ehrlich. Der will nur mein Skill, ja, und mehr will der nicht. Also keine Ahnung, die leidet irgendwie an Geschmacksverirrung, aber ist nicht mein Problem. Beziehungsweise doch, ich spiele sie ja, kann ich da irgendwas beeinflussen? Das wäre ganz knorke. Oh, Mann. Ach, Herr Jemine. Anscheinend steht Flora auf schmierige Waschlappen. Naja, ist nicht mein Bier. So, wie wo ist denn der Kleiderschrank? Hier, hinterm Bett. Okay, weil ich muss ja Beliebtheitspunkte dazu bekommen. Und ich glaube, ich habe mir neue Schuhe gegönnt. Na, richtig, richtig gute Schuhe habe ich da gekauft. Oh Mann. Ja, die hier, ne? Ja, sind nicht so der Hit. Aber wenn es mich beliebt macht, tue ich alles. Ja, auch in der Schule habe ich schon die übelsten Markenklamotten immer getragen, um endlich beliebt zu sein. Ja, nee, Quatsch. Natürlich nicht, ich habe immer Kick getragen, ja. Von Teddy zusammengehäkelt. So, damit war mal cool. Ja, toll, jetzt kann ich auch noch das Pferd pflegen. Wenn das schneit draußen. Oh, ein Schneemann, kann ich den kaputt machen? Nee, leider nicht. Beziehungsweise schade, Leute. Ich mag Schneemänner. Schneemänner finde ich cool. Habe ich als Kind immer gerne zusammengewurstelt. Und da habe ich Schneemänner gebaut. Die haben 2 Sekunden gehalten, danach sind sie umgekippt, weil ich es einfach nicht drauf habe mit Architektur. Aber was willst du machen? Schneeballschlachten konnte ich gut. Na, absolut. Das war das Counter-Strike als Kind, ja. Schneeballschlachten. Absolut. So. Leider durften wir die ja nicht auf dem Schulhof machen. Haben es natürlich trotzdem gemacht, weil die Regeln gelten nicht für mich und meine Homies, ja. Keine Frage. Ja, absolut. So, ja gut. Pferdchen, bitte nicht so schlabutzen jetzt. Aber ich mag Pferdeviren eigentlich. Das ist nicht so nervig wie, keine Ahnung, welche Tiergeräusche sind nervig. So ein Uhu, der ist irgendwie unheimlich.
aufhören. Dankeschön. Lalalala, ist ja wunderbar. Trilla trullala. Ah, das macht Spaß hier. Bisschen Abenteuer auf dem Reiterhof, chillig spielen. Ich hoffe, morgen kommen nochmal richtig viele Videos. Ab Freitag geht es hier dann den normalen Gang weiter, würde ich sagen. Also mit der DLP wieder. Vielleicht sollte ich das nicht im Video ankündigen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ob das jetzt alle schon Abenteuer auf dem Reiterhof Let's Play Kanal geworden ist. Ist es nicht, aber ich habe jetzt einfach Bock, viele Videos gerade zu machen. Und ja, so sieht's aus, ne? Ich habe momentan, also ich habe momentan schon viel zu tun. Ich habe sehr viel zu tun. Aber, ja, es sind jetzt nicht solche Aufgaben wie 20 Stunden an der Arbeit, an der Hausarbeit täglich sitzen. Es sind eher so organisatorische Aufgaben. Und dann kann man auf jeden Fall nebenbei Videos machen. Baum, per Baum, klack, klack, kluck, kluck. Guck, guck, wie ich die Box schrubb. Ich mach die Box so wunderbar. Sauber. Oh, oh, hier liegt überall Stroh. Stroh macht das Pferdchen froh. Jetzt sing ich hier rum. Yeah, yeah, yeah. Oh Mann, das Let's Play ist verkorkst. Leute, ich lösche mich. Ich nehme mich um in peinlich LP. So, hier, zack, bitte mach jetzt mal hin hier, bitte. Wir haben heute noch einige Termine. Ist es, keine Ahnung, 22:30. Ich will auch noch irgendwann schlafen. Wobei, ich darf heute Nacht nicht schlafen. Das ist echt blöd. Ich habe morgen ganz früh einen Termin. Also ganz früh. Und dann lohnt es sich einfach nicht zu schlafen. Deswegen mache ich jetzt noch ein paar Videos. So, zack. Ja, die Box muss halt jetzt wirklich richtig on fire sein, damit ich endlich mal ein paar Punktchen hier wenigstens bekomme. Also Beliebtheit müsste laufen jetzt, aber der Rest ist halt Grütze. So, eins passt. Da liegt sowieso jedes Mal wieder 1000 Kilo Stroh, selbst wenn ich da nur einen Strohballen hinmache. Hab's gepackt. Beliebtheit ist immer noch für die Katz, aber hey. Okay, Dressur, Bibliothek. Eigentlich muss ich nochmal in die Bibliothek, aber das spare ich mir jetzt erstmal. Kommunikation. Da muss ich noch springen machen. Nee, muss ich. Ja, ich muss noch Dressur machen. True shit. Oh, ich mag das nicht. Das ist so nervig. Das ist so anstrengend. Ah, das ist alles anstrengend. Das komplette Spiel ist anstrengend. Alles so belastend, Leute. Naja, ich weiß, dass das Top Deluxe war. So, ich gebe mir, glaube ich, nicht mehr so viel Mühe für die Thumbnails, dann kann ich das schneller hochladen. Passt schon. Ich meine, das wird keiner hier gucken. Vielleicht irgendwann in 20 Jahren kommt hier so ein kleines Girlie drauf und denkt sich so, boah, jetzt mal 50 RDLP-Videos von Abenteuer auf dem Reiterhof. Das wäre der Hit. Ja, absolut. Baum, baum. Ja, winke die Kamera, Flora. Oh, ich bin so gut geworden, Alter. Oh, fuck, ich hab's verkackt. Oh. Nicht solche Kraftausdrücke, RD. Ich bin wirklich so richtig, also früher meine Let's Plays und meine Rap-Songs, die waren voller Kraftausdrücke. Ich benutze die nicht, weil ich irgendwie Angst habe, aus dem Partnerprogramm zu fliegen. Das wäre mir völlig egal. Aber ich mag solche Kraftausdrücke einfach nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht liegt das an dem Alter. Aber ich finde es irgendwie komisch, sowas zu sagen mittlerweile. Richtig komisch, weil früher war jedes zweite Wort von mir ein Kraftausdruck. Oh, richtig gut. Ja, irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, man wird einfach älter. Aber mit 15 flext man da noch ein bisschen mehr rum. Aber mittlerweile müsste ich alle Figuren hier kennen, oder? Also nicht, dass ich jetzt wieder gleich komplett fehle. Das müsste laufen. Ja, sehr gut. Ich wusste gerade nicht, was ich sagen soll. Ich war gerade ein bisschen perplex. Ich dachte, es wäre schon vorbei. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass die Dressur-Reiter-Dinger ja jetzt immer 20 Minuten gehen. Weil ich ja schon Level 3 bin. Oh Mann, ich glaube, das sind so 5, 6, 7 Wochen, die ich hier spielen muss. Wie lange dauert dann Level 7? Wahrscheinlich so 7 Minuten jedes Mal. Das ist ganz schlimm. Ja, der Dressur ist halt langweilig. Also das ist wie Osu! Taiku und billig. Und das ist jetzt nicht so der Hit. So. Oh, lame, boring, oh, super toll.
Ja, ich finde das immer noch blöd, dass ich gezwungen werde, diese Aufgaben zu machen. Wirklich, ich will nicht trainieren gehen. Ich bin schon gut genug. Das ist doch blöd. Na, Abenteuer auf dem Reithaus 6. Ich bin nur besoffen durchs Dorf getigert. Das war super. Aber das hier, ich werde einfach gezwungen zu trainieren. Abenteuer auf dem Reithaus 6. Ich habe nicht einmal trainiert nach dem Tutorial. Ist halt wirklich so. Und ich habe das Spiel durchgespielt, Leute. Ja, ich habe das Spiel eiskalt durchgespielt. Wobei ich dazu sagen muss, das Spiel hatte nicht die Mission, dass du Turniere gewinnen musst. Das waren immer Nebenmissionen. Dafür wurde das Spiel auch hart kritisiert in 3 Amazon-Rezensionen. Aber das Hauptziel war halt, den korrupten Bürgermeister zu überführen und Raffi in die Friendzone zu packen. Ja, das ist eine akkurate Spielbeschreibung. Ja, und so sieht's dann halt aus. Und hier ist halt so richtig der Fokus auf die Reitschule und Turniere gewinnen und Fame abgattern und ja, von Miguel gestalkt werden als kleine Nebenquest. Super Sache. Ey, es ist so langweilig. Dressur macht halt gar keinen Spaß. Ah, mein Tee ist fast alle. Ich habe keine Teebeutel mehr. Ich bin richtig schlecht, Leute. Ich war vorher noch einkaufen und ich habe nicht an Teebeutel gedacht. Wenigstens habe ich noch Kartoffelsalat. Ja, super. Toll. Ich kann ja wie Naritos mein Joghurt in heißes Wasser kippen und nenne es dann Tee. Ja, der trinkt immer so Joghurt-Tee, wenn ich das mal richtig auf Discord gelesen habe. Ganz komisch, nein, natürlich nicht. Ja, jetzt mache ich komische Sounds, weil ich einfach nicht weiß, wie ich hier kommentieren soll. Ja, also irgendwann weiß auch RDLP nicht mal mehr, was er hier zu labern soll. Und ich laber wirklich wie ein Wasserfall. Das ist ja wirklich ganz schlimm bei mir. Also ich kann ohne Punkt und Komma die ganze Zeit reden über den größten Nonsens. In mündlichen Prüfungen hat mir das immer sehr, sehr gut getan. Selbst zu Themen, wo ich nichts wusste, habe ich einfach angefangen zu reden. Zack. Und am Ende waren sie begeistert und haben mir 4,0 gegeben. Nein, natürlich nicht. Oh, shit. Yay. Sie ist schon konzentriert auf dem Pferd, das muss man mal sagen. Also, die hat den absoluten Fokus, den Tunnelblick. Sie will auf jeden Fall sich den Sieg holen. Sie ist schon ziemlich engagiert. Sie will ja auch direkt in das deutsche Team da aufgenommen werden von, wie heißt der schmierige Typ, Esteban. Ja, ich weiß nicht. Also, ich persönlich, ich komme in meinen Let's Plays, sage ich immer so, ja Leute, wir müssen uns den Sieg holen und wir müssen auf jeden Fall ins beste Team und so. Aber im echten Leben bin ich eigentlich immer so, zum Beispiel beim Fußball bin ich auch in der zweiten Mannschaft lange geblieben. Einfach weil ich mich da wohler gefühlt habe. Und ja, man muss sich immer Vollgas geben, finde ich. Manchmal soll es auch einfach Spaß machen. Wobei, ich bin schon ziemlich ehrgeizig, das muss ich mal ins Auge zugeben. Also, ja, alles easy. So, springen, let's go. Wieso ist die Musik so mysteriös? Ich glaube, das wird hier noch richtig in die Grütze geritten, das Spiel. Dass hier irgendwie jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, Ponyhof Ranch vorbei ist und jetzt kommen irgendwelche schlimmen Sachen. Dass Esteban uns übers Ohr haut, dass Vicky uns aus der Akademie schmeißt, dass Miguel uns einen Heiratsantrag macht. Ja, Leute, das ist was Negatives, aber ja, irgendwie sowas wird passieren. Weil die Musik hat sich verändert. Ist euch das aufgefallen im Hauptmenü? Am Anfang war die noch so Friede, Freude, Eierkuchen, yay, wir haben uns alle lieb in der Reitschule und jetzt ist die so komisch mysteriös. Und das war auch bei Abenteuer auf dem Reithof 6 so. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass hier was ganz Furchtbares passieren wird. Ja, Raffi kommt ins Spiel. Das wäre wirklich furchtbar. Wobei, ich würde 2 Sekunden feiern, Raffi, bist du besoffen, du Schachtel? Ja, toll, jetzt vom Pferd gekippt, ey. Ich weiß nicht, was los war, ich habe die richtige Taste gedrückt. Oh, toll, verweigert. Ja, super. So werden wir nie 10 von 10 bekommen. Ist dir schon klar, ne? Ich habe mir wieder ins Gesicht geschlagen, Leute. Da kannst du dir nur ins Gesicht schlagen bei dieser Leistung. Na, geht doch. Du Schachtel, ey. Und du willst bereit fürs deutsche Dreamteam sein, oder was? Da üb mal lieber nochmal kräftig. Na, super. Noch mehr Parcours. Ich habe ja noch nicht genug gemacht. 7 von 11. Kein Wunder, dass ich den beim letzten Mal nicht gepackt habe. 11 Hürden. Jetzt dauert das hier auch eine halbe Stunde. Das ist doch ein Witz. Wo muss ich denn hin? Ah, da ist die Markierung. Okay.
Also ich finde das Gameplay hier eigentlich gar nicht so schlecht von mir. Ich finde, mein Gameplay hat sich auch echt gewandelt. Dass das nicht mehr so schlecht ist wie vorher, früher. Wobei bei Story-Spielen ist mein Gameplay eigentlich immer akzeptabel. Selbst bei Genshin Impact, auch wenn Mausdrift das jetzt anders sieht. Aber ich bin ja auch kein Profi-Gamer, so wie er. Also alles gut. So, Springen ja, ist immer noch Grütze, muss ich echt zugeben. Jetzt muss ich bei Querfeldein die absolute Top-Leistung bringen. Die absolute Premium-Leistung hier, ja. Ich habe meinem Pferdchen Faxe Premium gegeben und jetzt läuft das. So, ich kann das halt nicht. Ich bin halt farbenblind, ich sehe nicht, ob das hellgrün oder dunkelgrün ist. Ist das überhaupt grün? Für mich sieht das aus wie rosa. Ja, super. Anstrengende Geschichte hier. Boah, das war richtig gut. Plötzlich bin ich voll der Profi und ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Eine Nacht geübt, beziehungsweise geschlafen, beziehungsweise ich habe gar nicht geschlafen. Ich wollte gestern eigentlich um 7 Uhr mit Zug wohin fahren, aber meine Semesterticket war nicht aktualisiert und die haben erst später geöffnet und dann konnte ich das nicht machen. Jetzt muss ich das morgen früh machen, richtig blöd. Naja, egal. Was ein Traumjump, Vicky. Nee, das ist nicht Vicky, Flora, oh Mann. Emma, Flora, Vicky, Tatjana, so viele Namen, da kommt doch keiner mehr mit. Yay. Bisschen zackig, komm, du schaffst das. Nein, verweigert, oh, das tut weh, oh, die Top-Leistung ist dahin, na toll. Bierbebaum, bierbebaum. Es ist schon eine idyllische Landschaft hier, Leute. Also Deutschland hat schon schöne Orte, ne? Absolut. Das sieht auf jeden Fall nicht so abgekratzt aus wie in Italien bei der Pferderanch hier. Hier sind Tannenbäume und Strohballen und ein schöner gepflasterter Weg. Dort hinten waren nur Schluchten und hast du nicht gesehen. Und Bruchbuden. Oh, Manometer. Ich kann, glaube ich, zurück, ne? Ja, das ist jetzt schlecht für die Zeit, aber das ist nicht schlimm. Ach, Beefy, kannst du nicht durch die Äste laufen? Bist du dir zu fein dafür? Na, natürlich, das tolle Pferd wieder hier. Okay, das war gut. Ich mach das jetzt gechillt, also nicht in Fullspeed. Fullspeed! Nee, kann ich gar nicht, das Pferdchen ist schon wieder erschöpft. Macht einen 2-Sekunden Sprint und dann will es direkt wieder Pizza fressend auf dem Sofa sitzen. Okay, das war sogar ziemlich gut. 9 von 10. Was? Ich hab's immer noch nicht geparkt. Willst du mich mal verkohlen jetzt? Oh shit, die haben nur noch 2 Tage. Oh, muss ich mir das hier jetzt mal angucken. Das ist Futtern. Das war Striegeln. Ja, das ist genau dasselbe wieder. Und ich wusste beim letzten Mal nicht, was das bedeuten soll. Ah, sie will einen Schmatzer von RDLP, natürlich. Oder ist das ein Fohlen weiblich? Ich weiß es nicht. Ah, ganz toll. Ah, das ist ja klasse. So. Skip. So, Futter. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich denke jetzt einfach mal, dass es Futter war. Ja. Man hat halt 3 Fehlversuche insgesamt. Also nicht für einen Durchgang, sondern für alle 3 Durchgänge. Bei 3 Durchgängen finde ich das ein bisschen... schwierig vom Anforderungsniveau hier, sind wir mal ehrlich. So, das ist safe richtig. Ja, ich bin so gut, Alter. Nur wegen dem Sound habe ich das gecheckt. Oh, süß. Pferde sind doch süße Tiere eigentlich, vor allem Fohlen. Okay, sehr gut. Ja, mein Fohlen ist aufgewertet. Klasse. Klasse Marmelade. So, Leute, dann würde ich sagen, das wär's erstmal wieder fürs Video. Ich will nicht so ewig lange Videos machen, sondern lieber mehr Videos rausballern. Keine Ahnung. Und ja, bis gleich. RDLP.